Die Sterne stehen günstig, wie nur alle 12 Jahre. Jupiter steht im Zeichen des Wassermanns und die Sonne tritt gerade in das Sternbild des Widders ein. Immer dann, wenn diese Konstellation erreicht ist, treffen sich heilige Männer in einer heiligen Stadt an einem heiligen Fluss. Es sind Sadhus, hinduistische Mönche, Asketen, die heiligen Männer Indiens. Sie haben sich versammelt, um eines der größten religiösen Feste der Welt zu feiern, das Kumbh Mela. Nach Haridwar, in die heilige Stadt am Ganges, sind Hunderttausende Sadhus gekommen. Denn in ihrer Tradition zählt dieses Kumbh Mela zu den wichtigsten Festen im Hinduismus. Rudra ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Ich freue mich auf das Kumbh Mela. Meine Eltern waren einverstanden, dass ich Sadhu werde. Mein Vater war auch ein Sadhu und ich wollte seinem Beispiel folgen. Ich habe meine Schultasche einfach in der Klasse liegen gelassen und bin fortgelaufen in die Tempelstadt Vrindavan. Man hat mich gesucht und zu den Schulprüfungen zurückgerufen, aber ich hatte ja nichts gelernt. Also habe ich während der Prüfung nur den Götternamen Sitaram aufs Papier geschrieben. Sitaram, Sitaram, sonst gar nichts. Die Sonne geht auf über dem Himalaya. Am Fuße des Gebirges, dort wo der Ganges in die nordindische Ebene eintritt, liegt Haridwar. Hier soll einst ein Tropfen Urnektar aus dem Topf der Götter auf die Erde gefallen sein. Die heilige Stadt hat heute rund 300.000 Einwohner. Wenn die Kumbh Mela beginnt, strömen Sadhus und Pilger aus den entlegensten Gegenden Indiens in den heiligen Ort. Auch Sadhu-Frauen kommen zum Fest. Sie sind in der Minderheit. Die Sadhu-Gesellschaft ist eine Männerdomäne. Außer zur großen Kumbh Mela sieht man die weiblichen Sadhus nur selten. Sie leben meist noch abgeschiedener als ihre männlichen Kollegen. Alle wollen sie teilnehmen an der großen Prunkprozession. Aber vor allem zieht sie eines an, der Ganges. Oder, wie die Hindus sagen, die heilige Mutter Ganga. Ein Bad in ihr kann den Gläubigen von all seinen Sünden befreien. Heute jedoch ist ein besonderer Badetag, der Mesh Sankranti. Wer heute das rituelle Bad im Ganges nimmt, der durchbricht den ewigen Kreislauf der Wiedergeburten und eröffnet sich den direkten Weg ins Nirvana, wo seine Seele aufgeht in der großen Weltenseele. Auch in den Lagern der Sadhus bereitet man sich auf den großen Tag vor. Er beginnt, wie jeder Tag, mit der Puja, einem Morgenritual zur Verehrung der Götter. Jeder Sadhu-Orden, jede Mönchsgruppe und Vereinigung weckt so ihren Gott. Sadhus beten meist zu Vishnu, dem Welterhalter, oder zu Shiva, dem Weltzerstörer. Das Ritual ist Jahrhunderte alt und für die heiligen Männer die erste religiöse Handlung des Tages. Danach geht es an die Morgentoilette. Hier hat jeder Sadhu sein eigenes Ritual. Das Einreiben mit Asche zum Beispiel. Oder noch ein paar Minuten weiterschlafen. Oder die imposanten Haare bändigen, die den Träger als einen Anhänger des Gottes Shiva kennzeichnen. Nicht selten schließen sich auch schon ganz junge Sadhus einem Orden oder einer Gruppe an. Diese beiden sind ungefähr 11 oder 12, genau wissen sie das selbst nicht. Sie leben mit ihrem Guru und für ihn. Meist stammen die ganz jungen Sadhus aus armen, kinderreichen Familien. Ihre Überlebenschance ist größer bei den heiligen Männern. Wie die meisten Sadhus reiben auch sie Gesicht und Körper mit Asche ein.
Es symbolisiert die Unempfindlichkeit des Asketen gegenüber Hitze, Kälte und Schmerz. Das Frühstück ist fertig. Die Lagerköche haben kalorienreiches Puri-Brot gebacken und teilen es an die Sadhus aus. Die Mönche leben ausschließlich von Spenden. Ein Sadhu arbeitet nicht und macht eigentlich auch keine Geschäfte. Mit jeder geopferten Rupie verbessert ein gläubiger Hindu sein Karma, verkürzt den langen Weg der Seelenwanderung. Die Novizen bedienen und die heiligen Männer lassen es sich schmecken. Nach Askese sieht das Festmahl jedoch nicht aus. Die wenigsten Sadhus besitzen heute noch die seelische und körperliche Disziplin ihrer Vorfahren. Viele Sadhu-Orden haben es mittlerweile zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Der Lagerchef teilt Geld aus, 20 Rupien für jeden. Das Geld wurde gespendet, von Pilgern und Gläubigen, von Reichen und Armen. Und wenn die eine Gruppe fertig ist, macht sie für die nächste Platz. Nach dem Essen versammelt man sich zum Rauchen und Reden. Das Kumbh Mela ist auch immer eine Nachrichtenbörse für jeden Sadhu. Die meiste Zeit leben sie allein oder in kleinen Gruppen, oft in abgelegenen Höhlen und am Rand von Ortschaften. Einige haben auch eigene Klöster. Wenn sie Marihuana rauchen, und das tun sie ständig, folgen sie dem Beispiel ihres Gottes Shiva. Auch er rauchte es, um besser in Meditation versinken zu können. Den heiligen Männern wird die Fähigkeit zugeschrieben, durch strenge Askese und tiefe Meditation dem inneren Licht und damit der Gottheit nahe zu kommen. Ihr Losgelöstsein von körperlichen und geistigen Bedürfnissen und Zwängen macht sie in den Augen gläubiger Hindus zu Heiligen. Moderne Inder halten sie hingegen eher für Scharlatane. Und tatsächlich mischen sich auch immer wieder Kriminelle und Betrüger unter die Sadhus. Manchmal muss man nach den Ernsthaften suchen. Niku Dash ist so einer. Er besitzt so gut wie gar nichts. Einen alten Sack um die Hüften, einen Wassernapf, eine Gebetsschnur. Er lebt allein im südindischen Urwald und er ist glücklich. Mein Glück kommt daher, dass ich keine Wünsche habe. Wunschlos zu sein ist der größte Reichtum. Das gilt für einen besitzlosen Sadhu ebenso wie für einen gewöhnlichen Bürger. Auch ein normaler Mensch könnte mit 2 Scheiben Brot am Tag glücklich sein. Er muss es nur wollen. Zufriedenheit in materiellen Dingen erreicht man, wenn man seinen Ehrgeiz auf das Spirituelle richtet. Ich vermisse überhaupt nichts. Uns Besitzlosen gehört die ganze Welt. Und weil ich nichts besitze, habe ich auch keine Angst vor Dieben. Ich brauche keinen Buchhalter, keine Kredite. Und Betrüger können mir auch nichts abnehmen. Inzwischen strömen immer mehr Pilger in die Stadt. Sie wollen sehen, wie die heiligen Männer ihr rituelles Gangesbad nehmen, um anschließend selbst in den Fluss zu tauchen. Sie kommen mit Bussen und der Eisenbahn oder zu Fuß. Viele sind Tage und Wochen lang unterwegs. Und manchmal fällt ein Pilger dann beim Anblick Haridwars und des heiligen Flusses in eine religiöse Ekstase. So etwas kann allerdings auch beim Anblick eines Kamerateams passieren. Aber wie auch immer, es ist in jedem Fall ein Zeugnis für die tiefe Religiosität der Hindu-Pilger.
Haridwar wird immer voller. Und weil es bei vergangenen Kumbh-Melas häufig zu Ausschreitungen und Massenpanik mit Hunderten von Toten gekommen war, sind in diesem Jahr rund 40.000 Soldaten und Polizisten in der Stadt. Inzwischen lässt sich eine Gruppe besonders frommer Pilger in ein Opferritual für den heiligen Fluss einweisen. Ein Badepriester aus Haridwar erklärt ihnen, wie sie die symbolischen Opfergaben einsetzen müssen. Es sind Linsensamen, ein gelbes Gewürzpulver namens Haldi, Kuhmilch und Mehl. Die Linsensamen werfen sie in den Fluss. Mit allem anderen reiben sie sich den Kopf ein. Wer sich entscheidet, ein Sadhu zu werden, hat ähnliche Riten zu vollziehen. Jeder Orden und jede Gruppe hat dabei eigene Regeln. Ein Zeremonienmeister erklärt die seines Ordens. Zuerst kommt der Kudung. Damit müssen sie sich den ganzen Körper einschmieren. Das macht sie heilig. Dann nehmen sie ein Bad im Fluss und opfern ihm Getreidesamen. Anschließend wird ihnen die alte Kleidung abgenommen und die Haare geschoren. Sie sind jetzt so, wie sie bei ihrer Geburt waren. Diese jungen Novizen haben so gerade der Welt entsagt und preisen mit ihrem Gesang den Gott Shiva. Wir sind in Rudras Zelt, der schon vor einiger Zeit Vater und Mutter verlassen hat, um seinem Guru zu dienen. Der Dienst wird nicht als Arbeit oder Zwang begriffen, sondern als Gnade. Der Schüler bekommt so Gelegenheit, Demut und Gehorsam zu lernen. Jeder junge Sadhu schließt sich einem Guru an, der ihn einweiht in Religion und Tradition, in Rituale und Bräuche. Altes Wissen, das mündlich überliefert wird. Im Grunde dient er nicht mir, sondern Gott, sagt der Guru. Und für den Dienst an Gott ist nichts schädlicher als Eitelkeit und Egoismus. Ein anderes Mitglied der Gruppe erläutert die Pflichten eines Schülers. Was wir dem Schüler sagen, das muss er auch ausführen. Er steht um 4 Uhr auf, grüßt dem Guru nach Form und Sitte, macht Tee, beteiligt sich am Morgengebet, preist Gottes Namen, bereitet die Mahlzeiten zu und so weiter. Das sind die Pflichten eines Schülers. Ich bin für ihn wie Vater und Mutter, stellt der Guru fest. Und Rudra, der ihm beständig Arme und Beine massiert, stimmt zu. Nur sein Guru habe das Recht, ihn zu erziehen, sagt er. Seine Familie hat Rudra aus seinem künftigen Leben ausgeschlossen. Ich werde immer bei meinem Guru bleiben, mein Leben lang. Rudra hat eine neue Familie gefunden. Und wenn er genug Weisheit empfangen hat, wird er selbst eines Tages Guru sein. Und dann wird er auch den Gebrauch des Chilum, der Marihuana-Pfeife der Sadhus, gelernt haben. Im Lager sind die Alekis aufgetaucht, Bettelmönche. Sie gehen in der alten Tracht, die Sadhus im Mittelalter trugen. Sie betteln um eine Handvoll Mehl. Die Alekis sind strenggläubige, besonders asketische Sadhus und voller Stolz. Sie bleiben nicht stehen, um die Gabe zu empfangen. Wer ihnen etwas geben will, muss sich gefälligst selbst bemühen. Die Alekis repräsentieren zwei wichtige Traditionen der Sadhus, die Askese und den Stolz der ehemaligen Kriegermönche. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert haben sich Sadhu-Gemeinschaften immer wieder als Söldnertruppen verdingt. Die Stars unter den heiligen Männern vollbringen wahre Wunder an Körperbeherrschung. So wie dieser junge Sadhu, der seinem Gelübde entsprechend seit 6 Jahren nicht gelegen und gesessen hat. Und dies ist einer der berühmtesten Asketen Indiens, Amrit Jiri Baba. Er hat eine der wohl unglaublichsten Selbstkasteiungen vollbracht.
Seit über 20 Jahren hält er seinen rechten Arm in die Höhe. Das Schultergelenk ist wie versteinert. Selbst wenn er wollte, könnte er den Arm nicht mehr senken. Seine Hand ist wie verwittertes Holz. Das Hochhalten des Arms ist eine durchaus übliche Askeseform der Sadhus. Nur so lange wie Amrit Giri Baba hat es wohl noch keiner geschafft. Amrit Giri Baba hat mit seiner Askese bewiesen, dass er den Schmerz überwunden hat. Ihm werden deshalb übernatürliche Heilkräfte zugeschrieben. Dieser Glaube ist der Grund für die Stellung der Sadhus. Sie stehen außerhalb des Kastenwesens, außerhalb der Gesellschaft. Eine Spende an sie ist eine religiöse Tat. Von dem, was der berühmte Heilige sagt, sollte man allerdings nicht alles glauben. Diese Form der Askese war einfach eine spontane Eingebung. Sie ist von außen gekommen. Ich habe schon 50 Millionen Schüler auf der ganzen Welt. Davon betreiben viele Askese. Manche schon 40 Jahre lang. Ich habe Schüler in Japan, Frankreich, Italien, Russland, in allen Ländern. Aber du kannst Gott auch ohne Askese erreichen. Du bist selber Gott. Die Kumbh Mela geht langsam ihrem Höhepunkt entgegen. Die Pilger sind ungeduldig. Gleich beginnt der Auszug der Sadhus aus dem Lager. Der große Umzug steht kurz bevor. Zuerst kommen die Nagas, die Nackten. Sie gehören zu einem der letzten Sadhu-Orden, bei denen die kriegerische Vergangenheit noch spürbar ist. Sie sind, wie die Alekis, die Krieger unter den Mönchen, aggressiv und kompromisslos. Die Pilger betrachten sie mit Furcht und Respekt. Sie sind häufig in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt. Für die Pilger ist es auch heute wieder eine spannende Frage, ob es Ärger mit den Nackten gibt oder ob es glimpflich abgeht. Der Respekt ist auch deshalb so groß, weil die Nagas Meister in schwarzer und weißer Magie sein sollen. Ihren Fluch, heißt es, können selbst die Götter nicht mehr abwenden. Die Prunkprozession hat sich endlich in Bewegung gesetzt. Das Fest kann beginnen. Auf einem der ersten Wagen steht das Symbol des Festes, der Topf, in dem die Götter den Nektar der Unsterblichkeit aufbewahrten. Kumbh bezeichnet nicht nur das Sternzeichen des Wassermanns, sondern heißt auch Henkeltopf. Deshalb wird Kumbh Mela auch das Fest des Topfes genannt. In der Prozession werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sadhu-Orden noch einmal deutlich. Während die Nagas eigentlich nichts besitzen außer einem Lendenschurz, demonstrieren andere Sadhu-Orden ihren üppigen Reichtum. Doch die Pilger machen kaum Unterschiede. Ob ein Sadhu asketisch und zurückgezogen lebt oder ob er seinen Reichtum zur Schau stellt, der Glaubwürdigkeit als heiliger Mann schadet es ganz offensichtlich nicht. In diesem Jahr wurde die Prunkprozession von den Sicherheitskräften erstmals aus den engen Straßen Haridwars hinausgeführt. Auch dies, um einer Massenpanik vorzubeugen. Die starke Polizeipräsenz zeigte Wirkung. Es hat in diesem Jahr keine ernsten Zwischenfälle gegeben. Eine Kumbh Mela gibt es alle 3 Jahre. Abwechselnd in einer der 4 heiligen Städte am Ganges. Das sind die Städte, wo jeweils ein Tropfen Urnektar zu Boden fiel. In Haridwar wird es also alle 12 Jahre gefeiert. Und dies ist das größte Fest, weil besonders viele Sadhu-Gruppen teilnehmen.
Die Kumbh Mela in Haridwar ist das wichtigste Fest für die Sadhus, ein bedeutender Ort in ihrer Geschichte. Denn hier lieferten sich im Mittelalter, als die heiligen Männer noch Kriegermönche waren, die Orden erbitterte Prestigekämpfe. Dass es heute offener und friedlicher zugeht, beweist die Teilnahme dieser Krishna-Jünger, einer neo-hinduistischen Sekte. Kaum sind die heiligen Männer vorbeigezogen, stürzen sich die Pilger auf den Asphalt, um den durch sie geweihten Boden zu küssen. Eine Sadhu-Gruppe nimmt nicht am Umzug teil, hat sich in ihr Lagerzelt zurückgezogen. Es gab Streit mit den anderen Gruppen darum, wer vorn in der Prozession gehen darf und wer dann das Bad im Ganges eröffnet. Eine Frage des Prestiges unter rivalisierenden Gurus. Und weil diese Gruppe dabei den Kürzeren gezogen hatte, nimmt sie nun gar nicht mehr am Umzug teil. Man ist stolz und schmollt. Rudra ist bitter enttäuscht. Es war sein größter Wunsch, unter dem Jubel der Pilger an den Ganges zu ziehen und das rituelle Bad zu nehmen. Und jetzt? Jetzt backt er Brot für den Guru. Die Prozession zieht weiter. Und manchmal weiß man nicht, was ist Religion und was ist Show. Lebende Götterfiguren, Blaskapellen und immer wieder pompös ausstaffierte Obersadhus auf ihren Prunkwagen. Das alles steht in krassem Gegensatz zu den asketischen, wild aussehenden Sadhu-Frauen und den nackten Mönchen. Das gemeinsame Ziel aller, das Bad im Ganges. Der heilige Fluss ist nahe. Alles strebt jetzt dem Moment entgegen, in dem der erste Sadhu mit der Götterfigur seines Ordens in den Strom eintaucht. Das Götterbild wird der Gruppe vorangetragen. Die Sadhus erreichen den Ganges. Hier, wo schon die Pilger warten, soll einst Shiva seinen Fuß auf die Erde gesetzt und einen Abdruck hinterlassen haben. Wie viele Menschen sich hier versammelt haben, kann man nur schätzen. Die Polizei sagt, dass zur letzten Kumbh Mela in diesem Jahrtausend 500.000 Sadhus und 7 Millionen Pilger gekommen sind. Heil dir, Mutter Ganges, rufen die Gläubigen. Und sie bahnen dem Götterbild den Weg zum Fluss. Die Pilger sind streng von der Badestelle der Sadhus getrennt. Wie es ihrer Sonderstellung entspricht, sind sie es, die zuerst das Bad zelebrieren. Doch die Pilger brauchen Geduld, denn immer mehr Sadhus drängen zum Ganges. Eine Gruppe muss erst noch das goldene Abbild ihres Gründers schmücken. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, den die Astrologen bestimmt haben. Die Sadhus machen sich bereit zum reinigenden Bad im Ganges. Die beiden Jungen haben mehr Glück gehabt als Rudra. Sie konnten den ganzen Umzug miterleben und steigen jetzt mit den ersten Sadhus ins Wasser. Das erste Untertauchen wirkt wie ein Startschuss. Erst jetzt darf der Rest der Sadhus folgen.
Für das Bad im Ganges gibt es kein festgelegtes Ritual. Es ist wie sonst auch bei den heiligen Männern. Jeder tut es so, wie er will, und jeder tut, was er will. Die Sadhus haben sich mit diesem Bad an diesem Tag den Weg ins Paradies geöffnet. Sie sind beseelt von der Vorstellung, dass jetzt der Kreislauf der Wiedergeburten durchbrochen ist. Für die beiden Jungen war dies schon ein außergewöhnlicher Höhepunkt in ihrem kurzen Leben als Sadhus. Bei der letzten Kumbh-Mela in Haridwar waren sie gerade geboren. Pflichtbewusst reiben sie sich gleich nach dem Bad mit Asche ein. Hoch lebe Shiva, ruft dieser Mann glücklich, während die Pilger beobachten, wie sich die Sadhus langsam wieder in ihr Lager zurückziehen. Der Ganges gehört jetzt den Pilgern. Mit einer gemeinsamen Feuerzeremonie beenden sie das große Fest. Sie erbitten das Heil der Götter und singen ein Lied zu Ehren der heiligen Flamme Arti. Mit ihr reinigen sie die Wasser des Ganges. Und schließlich senden sie Lebenslichter über den großen Fluss. Sie wollen so ihren Ahnen den Weg in die Ewigkeit leuchten.